Krieg hat uns gezeichnet. Narben und Wunden, die zwar verheilen, aber niemals ganz vergehen werden. Zu viele böse Erinnerungen und Zweifel an den eigenen Taten. Zu viel Grausames, was man erlebt hat. Selbst wenn man, wie wir als Kriegsheld, empfangen und verehrt werden. Nach all dem ist ein normales Leben schwierig und wir verlieren uns in Alkohol- und Glücksspielsucht. Und letztere führt unweigerlich zu Schulden und einem Loch, aus dem wir nur entkommen können, weil uns mysteriöse Gestalten einen Auftrag anbieten, mit dessen Erfolg wir alle unsere Schulden als beglichen betrachten dürfen. Nur wir haben sowieso nichts zu verlieren, also nehmen wir an und reisen über die Hand Gottes in die Himmelstadt Columbia. Dort angekommen, diesem Utopia, einer perfekten Gesellschaft, angeführt vom Schöpfer Zachary Hale Comstock, bewundern wir die Architektur, die Szenerie und die friedliche Aura dieses Ortes. Aber Wunder, oh Wunder, es soll nicht lange so bleiben. Bei einer Tombola erkennen Wachen ein Mal auf unserer Hand, welches uns angeblich als falschen Propheten kennzeichnet. Was für ein Prophet? Und wieso genau wir? Was haben wir getan? Was ist das für ein Mal? Und wieso finden wir unser Auftragsziel, eine junge Frau namens Elizabeth, eingesperrt in einem Konstrukt mit Portalen experimentierend? Wo zur Hölle sind wir hier hineingeraten? Die Antwort auf diese Frage ist noch weit entfernt und nicht so einfach, wie es erst scheint. Columbia umgibt viele Geheimnisse, genauso wie ihren Schöpfer Comstock. Zunächst einmal müssen wir uns mit Feinden auseinandersetzen, da wir ja als falscher Prophet Staatsfeind Nummer 1 geworden sind. Es kommen auch später noch Rebellen dazu und jede Menge Feinde, die uns an den Kragen wollen. Ich hatte damals eigentlich überhaupt keine Erwartungen an Bioshock Infinite. Ich habe dieses Spiel einfach gespielt. Es war einfach so dieser, ja, alle paar Jahre habe ich mal Bock auf einen Shooter und habe gedacht, komm, warum nicht? Die Leute haben von Bioshock Infinite gesprochen. Es war einfach nur ein random Pick und der ausschlaggebende Punkt, warum ich im Endeffekt dieses Spiel gespielt habe und nicht irgendein Call of Duty oder so, war tatsächlich das Setting. Ich hatte mir so ein bisschen gesehen, wo das Spiel spielt, hatte mir Columbia angeguckt und fand das so schön und interessant und auch die paar Fähigkeiten, dass ich gesagt habe, komm, es ist jetzt einfach mal, nachdem ich vor vielen Jahren Half-Life 2 gespielt habe und Half-Life, jetzt einfach mal wieder Bioshock Infinite. Und ich bin froh, dass ich diese Wahl getroffen habe, denn mir hat von Anfang an das komplette Setting von Columbia mega gut gefallen. Unsere Reise durch Columbia führt uns über Umwege zu dieser seltsamen Dame, die natürlich nicht direkt erfreut ist, dass wir sie dort einfach überfallen. Nachdem wir ihr aber erklärt haben, dass wir gekommen sind, um sie zu retten und aus ihrem Gefängnis zu befreien, gründen wir eine Allianz. Songbird fehlt das jedoch gar nicht. Halb Mensch, halb Vogel, Maschine, beschützt ihr Elizabeth. Warum? Von wem beauftragt? Fragen über Fragen. Fragen löchern Booker und es werden nicht weniger. Vor allem als wir Denkmäler und Ausstellungen finden, die die berüchtigte Schlacht von Wounded Knee darstellen. Jene Schlacht, in der wir uns gedanklich verloren haben. Aber hier wird ein Held gehuldigt, der nie Teil der Schlacht war, nämlich Comstock. Wieso sollte er sich genau dieser Schlacht aneignen? Egal. Wobei diese Tonaufzeichnungen sich auch interessant anhören. Großartig Zeit haben wir aber auch gar nicht, uns damit auseinanderzusetzen. Elizabeth und wir müssen andauernd flüchten, uns wehren und unterhalten uns eher nebenbei. Teamwork funktioniert schnell und so mausern wir uns durch ziemliche Standard-Shooter-Gameplay-Anlagen durch ein wunderschönes Setting immer weiterhin zu einer verwirrender werdenden Geschichte. Was das Gameplay angeht von dem Spiel, so muss ich im Nachhinein sagen, so fand ich es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach ein bisschen öde. Ich fand, die Gegnertypen haben sich irgendwann nicht mehr groß voneinander unterschieden. Es kam klar ab und zu ein interessanter Boss. Es kam auch irgendwann immer noch mal ein interessanter kleiner Big Boy, also ein etwas kleinerer Miniboss. Aber ansonsten war halt alles irgendwann sehr, sehr gleich. Die KI war sehr, sehr dumm. Du konntest sie sehr, sehr leicht baiten. Irgendwann hast du immer wieder dieselben Fähigkeiten und Waffen benutzt, weil du irgendwann halt raus hattest, wie du genau vorankommst. Und so hat sich dann so nach 8 Spielstunden ungefähr ein bisschen Langeweile eingestellt, was das Gameplay angeht. Ich bin dann halt einfach nur so durchgewetzt, wollte halt hauptsächlich die Story und das Setting und die ganze Lore von dem Spiel erfahren, aber so was das reine Gameplay angeht, ist es okay, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe auch nicht viele Vergleiche, aber irgendwann wurde es halt ein bisschen öde. Da hätte dem Spiel einfach noch, man hätte sich einfach ein paar Fähigkeiten, ein paar Dinge für das Endgame noch aufheben sollen oder für das Late-Mid-Game und auch wesentlich mehr Gegnertypen hätte das Spiel gebraucht. Aber ansonsten hat das Spiel durchaus irgendwie Spaß gemacht, da ja auch immer wieder kleine neue Einlagen kommen, wie das mit dem Skyrail oder dass du andere Schauplätze hast. Von daher alles cool, aber ein bisschen öde. Die immer wiederkehrenden Lutesk-Zwillinge, Dialoge mit Bossen und weitere Tonbänder machen alles nur noch kopfmatschmachender.
Da hilft es auch nicht, dass Elizabeth anfängt, Portale in andere Realitäten zu öffnen. Wir Figuren, die in unserer Welt tot sind, in anderen Ebenen wiederfinden, das Equipment wiederum ganz woanders sehen. Und je mehr wir diese Spielchen treiben, und sind wir uns gar nicht mehr sicher, in welcher Realität wir uns jetzt gerade befinden oder welche Realität unsere ursprüngliche war. Spätestens unser Aufenthalt in Rapture und verschiedene Varianten Columbias haben dazu geführt, dass ich aufgab. Das war so der Punkt, wo ich einfach immer wieder hin und her überlegt habe, wer ist jetzt Elizabeth, was will ich da jetzt eigentlich genau mit diesem Twist? Ich habe immer das Problem, dass ich, sobald es halt losgeht mit mehreren Portalen und Realitäten, dass ich da dann irgendwie so ein bisschen abschalte, weil ich das dann einfach immer zu abstrus finde, zu wirr, zu künstlich erzeugt. Genauso wie ich es lame finde, wenn eine Geschichte erzählt wird und am Ende löst sich halt alles nur als Traum auf, wenn das nicht gut erzählt wurde. Genauso finde ich halt oft Zeitreisen und solche Dinge schwierig. Und deshalb war da einfach tatsächlich so dieser Punkt, wo ich so gedacht habe, oh, ich werde es jetzt nie wirklich checken. Aber das hat sich zum Glück später geändert. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich schon die Immersion mit Elizabeth sehr, sehr stark verflüssigt. Aber dann hat sich's halt wieder gefestigt, weil dann hat das Gameplay so richtig hart gekickt. Elizabeth hat sich ja dann verändert. Du hast viel mehr Hintergrundgeschichten zu ihr erfahren. Und der Charakter hat sich ganz stark gewandelt. Und dann wurde sie viel aktiver auch im Gameplay und war auf einmal nicht nur nervig, sondern sie war tatsächlich hilfreich. Und ich finde tatsächlich, dieses ganze Zusammenspiel mit Elizabeth führt dazu, dass ich finde tatsächlich, dass auch vom Spielerischen her Elizabeth wahrscheinlich einer der interessantesten und besten Nebencharaktere aller Videospiele ist. Bioshock Infinite hat für mich eine Story und vor allem eine Erzählweise, wie sie für mich bis heute einzigartig ist und vor allem exklusiv für das Medium Videospiele. Niemand kann und wird die Story des Spiels verstehen und zusammenpuzzeln, wenn er stumpf nur von A nach B speedrunnt. Für mich gab es drei geniale Momente, die für mich das Meisterwerk Bioshock Infinite ausmachen. Drei Momente, die alle für sich den riesigen Vorteil des Mediums Videospiele als Geschichtenerzählung darstellen. Der erste ist ein nicer Twist, der sich anbahnt und mich persönlich nicht überrascht hat, aber es geht darum, wie es gedroppt wurde. Elizabeth ist unsere Tochter. Wer den Dialogen gelauscht hat, Hinweise mitgenommen und zwischen den Zeilen gelesen hat, der hatte es wohl schon geahnt. Dass wir aber damals in unserer Verzweiflung unsere Tochter weggegeben haben, sie jedoch im letzten Moment zurückhalten wollten und sehen mit eigenen Augen, wie dem Kleinkind der Finger abgetrennt wurde, eben dieser Finger, der Elizabeth jetzt fehlt, das war böse. Wir werden nicht nur damit konfrontiert, wer Elizabeth jetzt ist, sondern was dieses arme Mädchen leiden musste. Erinnerungen an ihr jämmerliches Gefängnis, ihre Kräfte, unverstanden, zu mächtig für sie selbst. Aufgrund dieser wurde sie eingesperrt, damit ihre Macht unterdrückt werden kann. Einsam und verlassen wuchs sie heran. Es geht also nicht nur darum, dass wir verstehen, wer Elizabeth ist, sondern was wir ihr angetan haben, beziehungsweise was ihr generell angetan wurde. Gut, wirklich hatten wir keine Wahl, aber dennoch. Ein Film hätte uns dieses Schicksal aufgezeigt und erzählt. Dadurch allerdings, dass wir jederzeit selbst entschieden haben, welchen Dialog von Elizabeth wir zuhören, wie gründlich wir ihre Vergangenheit erforschen und auf welche Bitten wir eingehen und vor allem dadurch, dass wir sie verraten, indem wir nicht nach Paris, sondern nach New York fliegen, um sie zurückzubringen, steigt die Immersion der Beziehung zu Elizabeth höher, als es ein Film erzeugen könnte. Der zweite Moment war das Einführen der alternativen Realitäten. Hier wurde die Story doch sehr verwirrend, aber es kam für mich ein Moment relativ nah am Ende, als ich einfach wissen wollte. Ich wollte wissen. Ich ging Dialoge durch, schaute mir Cutscenes nochmal an und vor allem Tonbänder habe ich mir angehört und achtete auf Dekorationen und Statuen. Normalerweise bin ich schnell raus bei Zeitreisen, mehreren Realitäten oder Paralleldimensionen. Oft empfinde ich sie als verwirrend, unnötig zerzaust und führen irgendwie oft zu dem Problem, dass es aus Sicht desjenigen, der sich das Ganze ausdenkt oder der alles weiß, zwar logisch erschließt, aber andersrum für jemanden, der es verstehen will, einfach zu kompliziert ist und man dann den Fokus verliert. Bioshock Infinite entgeht diesem Problem, da diese Realitäten immer sorgsam begrenzt werden. Es gibt aber nur kleine, limitierte Einblicke in diese und sie sind Mittel zum Zweck. Und obwohl ich Bioshock 1 vorher nie gespielt habe, kannte ich Rapture und fand den Ausflug dahin genial. Es ging eben nicht nur um Columbia. Egal ob Rapture, Columbia oder eine andere Stadt oder Welt, irgendwo irgendwie wird Comstock etwas regieren und Macht haben und ausnutzen. Es geht also darum, Comstock in jeglicher Realität im Kern zu beseitigen. Am besten also, bevor er je geboren wurde.
Sonst würde Elizabeth nie frei von ihm sein. Die Menschen nie frei von ihm sein. Wir müssen ihn aufhalten, in jeder Dimension. Auch hier empfand ich die Erzählweise durch das Medium Videospiele als unfassbar angenehm. Ich konnte mir so viel Zeit nehmen, wie ich wollte. In meinem Tempo all dies begreifen und verarbeiten. Hier finden wir den zweiten Vorteil der interaktiven Erzählweise von Videospielen. Der erste Vorteil eben war das stärkere Empfinden der Momente durch die Interaktion mit den Figuren. Durch das Selbsterleben der Szenen und Entscheidungen fühlen wir sie mehr. Schauen wir Booker und Elizabeth dabei zu, wie sie Gefechte durchstehen? Oder fühlen wir diese selber und ergeben uns in das tolle Gameplay, lassen Elizabeth uns Munition zuwerfen oder Gegner ablenken? Der zweite Vorteil jetzt eben ist das Erleben von Story und Twists in unserem eigenen Tempo. Sind wir verwirrt oder fehlt uns was, um das große Puzzle zu entwirren, dann sprich mit NPCs, suche nach Hinweisen, hör die weitere Tonbänder an und such nach dem, was dir fehlt. Oder lass es sein. Du bestimmst den Grad der Tiefe, mit der Geschichte dich fesseln oder einbinden soll. Das Pacing bestimmst du. Diesen Vorteil spürt man massiv im Souls-Franchise und Spielen wie Hollow Knight, Teslagrad oder Skyrim. Die Geschichte ist spärlich, kann komplett an einem vorübergehen und man konzentriert sich aufs Gameplay und Erleben. Oder man saugt die Historie des Spiels auf, spricht mit Menschen oder Käfern und fügt Dialoge zusammen, liest eins der tausenden Bücher zur Welt von Himmelsrand oder schaut sich Theaterstücke an und deutet die Position und Stellung von Statuen. Durch diese Storyführung ist der Begriff der Lore populär geworden. Genauso wie man im Star Wars Universum die Filme schauen und sich die Story zeigen lassen kann, könnte man aber auch Comics lesen, Bücher durchwühlen oder zig andere Quellen für Lore heranziehen, um so tief einzusingen ins Universum, wie man eben möchte. Reichen einem die Filme und damit die vorgekaute Story oder möchte man eben tiefer rein? Du entscheidest selbst. BioShock Infinite hat viel Lore, an vielen Stellen subtil oder direkter vermittelt und sorgte dafür, dass ich gut verstand, was abging. Bis zum Ende jedenfalls. Da wartet nämlich eins der besten Enden aller Videospiele auf mich. Tja, das Ende von BioShock Infinite hat mich halt komplett abgeholt. Ich saß da und hatte halt erstmal eine ganz, ganz lange Gedankenpause. Was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Was habe ich erlebt? Wie soll ich das einordnen? Und dann bin ich, wie gesagt, ja nochmal zurück, habe mir nochmal Theorien angeguckt, habe mir zeigen lassen, was ich verpasst habe, habe mir auch ein paar Dinge erklären lassen. Ich brauchte erstmal eine ganze Weile, um, ja, alles einzuordnen. Gerade auch die Verknüpfung mit Wounded Knee hatte ich beim ersten Mal gar nicht so richtig, dass es Comstock war. Und als ich dann so wirklich verstanden habe, dass wir Comstock sind, das ist so dieses, wenn du das Spiel ein zweites Mal spielst, was ich sehr empfehlen kann, by the way, das habe ich irgendwann mal getan, aber dann auf easy und einfach nur so durchgewetzt. Es ist furchtbar interessant, was du dann für kleine Anspielungen siehst. Filme wie Shutter Island oder Memento machen erst dann richtig Spaß, wenn du die Filme kennst und ein zweites Mal schaust. Und genauso ist das bei BioShock Infinite. Es ist wahrscheinlich einer der höchsten Videospielwerte aller Spiele, weil sie hier wirklich die extra Meile gegangen sind und kleine Anspielungen und Anekdoten in dem Spiel versteckt haben, die du beim ersten Mal gar nicht verstehen kannst, sondern die sind bewusst dafür da, dass du weißt, was passiert und dann denkst, oh, geil, das haben die da schon versteckt, Foreshadowing des Todes, und das ist einfach super geil. Ich finde tatsächlich, abgesehen vom ganzen Souls-Universum, war das eine der schönsten Einbindung von Lore und von interaktiver Geschichtenerzählung, die ich je in einem Videospiel erlebt habe, und bis heute denke ich sehr, sehr gerne über die Story nach. Und ja, durch die Art der Erzählung bleibt für mich die Geschichte von BioShock Infinite eine der schönsten Stories, die ich je in Videospielen erlebt habe. Ich bin sehr gespannt, wenn ein Nachfolger kommt, ein richtiger BioShock-Nachfolger, ob es das Niveau halten kann, was die Story angeht. Gameplay-technisch geht da mehr, aber ansonsten ist BioShock Infinite auf einem sehr hohen Level. Wir sind Zachary Hale Comstock. Beziehungsweise wir wurden es. Wounded Knee, die Läuterung, das Verweigern derjenigen. Booker DeWitt wurde zu Comstock. Der Mensch, den wir schworen aufzuhalten. Der Mensch, der für all das Leid von Elizabeth verantwortlich war und den wir zu diesem Zeitpunkt hassten wie nichts anderes, waren wir selbst. Hier greift der dritte Aspekt einer interaktiven Geschichtenerzählung. Die Konfrontation mit unseren Handlungen, Taten und Entscheidungen. In Videospielen haben wir den Controller in der Hand. Wir töten, wir schießen, wir sprechen an und drücken Knöpfe. Wir sind keine passiven Zuschauer, sondern aktive Täter.
Werden wir jetzt also mit dem moralischen Kompass unserer Figur konfrontiert, müssen wir für uns einordnen, inwiefern wir unser Handeln vertreten können. Bei einem Film schauen wir nur zu. Kronotürger hält ein Tribunal ab, um uns für kleinste Vergehen zu verurteilen, wie das Stehlen eines Apfels oder kleine Lügen. Das kam so überraschend, weil wir diesen Blödsinn einfach machten auf dem Festival und hatten kein Judgen erwartet. Man fühlt sich erwischt, vorgeführt. In The Last of Us 2 wurden wir gezwungen, mit einem der Hauptcharaktere einen anderen zu bekämpfen. Hier fühlte man sehr stark, welche Emotion auch immer. Für mich war hier der Zeitpunkt gekommen, das Spiel abzubrechen, da ich die Figur eh schon nicht fühlte, also Abby, und keinen Todeskampf gegen die Figur fühlen wollte, mit der ich eigentlich mitfilberte, also Ellie. Mutige Entscheidung, der Entwickler. Für mich aber der absolute Killer. Es zeigt aber, wie stark man interaktive Entscheidungen fühlt. Hätte ich in dieser Cutscene einfach nur zugeschaut, wie die beiden kämpfen, dann wäre es mir egal gewesen. Weil nicht ich es gewesen wäre, der Ellie das Messer an die Pulsader drückt und sie töten will. Bioshock Infinite baut über Stunden einen fiesen, gehassten Bösewicht auf und offenbart dir am Ende, dass du dieser selbst bist. Das heißt, all das Leid, das Elizabeth angetan wurde, das warst du. All diese Unterhaltung über ihre Einsamkeit, ihre Schmerzen und ihre Wünsche kommen zu dir zurück und fühlen sich hier einfach anders an mit diesem jetzigen Wissen, wer du bist. Der dritte Aspekt ist das deutlich stärkere Empfinden von Entscheidung oder Plot-Twist durch Konfrontation mit dem eigenen moralischen Kompass und deinen Taten. Dieser Moment, genau diese Stelle, an der ich all das realisierte. Die Fahrt durch die unendlichen Leuchttürme, die alle eine Realität darstellten, in der ich als Comstock aufgehalten werden muss. Verstehen, dass wir selbst als Comstock unser Mal auf der Hand als Symbol für den falschen Propheten erklärten, da wir selbst uns selbst aufhalten wollten. Die Logik, warum Comstock sich als Held der Schlacht von Wounded Knee ausgab, ja, wir waren es ja selber. Es war eine feine Reise durch all die Erinnerungen an das Spiel. Minutenlang verarbeitete ich alles, was ich in den letzten 20 Stunden erlebt, gesehen und erst jetzt verstanden habe. Und während all dem die immer größer werdenden Schuldgefühle gegenüber Elizabeth. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variablen. Ja. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein. Was soll denn das? Jetzt weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir.
Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker David, bist du bereit Was für die das? Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht... Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Und so verstand ich am Ende, dass Comstock getötet werden muss, bevor er je entstand. Keine Gegenwehr, als Lithibus mich unter Wasser drückt. Mich, Booker DeWitt. Comstock wird es nicht geben. Niemals und damit auch kein Columbia unter unserer Führung. So muss es geschehen. Nur so kann es geschehen. Es ist in Ordnung. Bioshock Infinite ist durch diese multiplen Ebenen an interaktiver Storyerzählung ein Meisterwerk und erzeugte für mich einen der besondersten Gaming-Momente, die ich je erleben durfte. Bist du das? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky, in the joyous days of
childhood. Oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with him above. Will the circle